Hallo, in meinem heutigen Beitrag geht es um 5 Menschen, welche ein Organ empfangen haben und deren Charakter, welcher nach dieser Transplantation eher dem des Spenders glich als dem des Empfängers vor der Operation. Ich möchte vorab noch auf das Blutexperiment von Dr. Klaus Volkamer verweisen, da jenes der Schlüssel zum Verständnis für diese Thematik ist. Also, los geht's! Seit Herz- und Lungentransplantation seltsame Gelüste und eigenartige Träume. Es scheint, als hätte Claire von ihrem Spender nicht nur Herz und Lunge bekommen, sondern auch noch dessen Charakterzüge und seine Erinnerungen. Die Dame erzählte, dass sie auf die erste Frage nach der Operation und was nun antwortete, ich würde für ein Bier sterben. Das war ungewöhnlich für sie, da sie nie Bier trank. In den darauffolgenden Tagen hatte sie Gelüste auf Fastfood und Snickers, Dinge, die sie normalerweise nicht mochte. Außerdem hatte sie seltsame Träume. Sie sah einen dünnen jungen Mann und wusste, dass er Tim hieß. Daraufhin wollte sie die Familie des Spenders kennenlernen und fand heraus, dass sein Name Timothy war. Er war zum Todeszeitpunkt 18 Jahre alt und starb bei einem Motorradunfall. Die Familie bestätigte, dass ihre Gelüste die gleichen wie jene von Tim seien. Seine Lieblingsschokoriegel waren Snickers und er stand auf Fastfood. Auch erkannte sie den Jungen aus ihren Träumen auf einem Foto wieder. Zu Tims Familie hält sie bis heute Kontakt. Die Gelüste und Erinnerungen sind geblieben. Fall 2. Gefühle von Rache und Wut. Katie Sherman bekam ein Spenderherz. Nach der Transplantation wachte sie mit Gefühlen von Rache und Wut auf. Diese waren so stark, dass sie kämpfen wollte, aber sie wusste nicht warum. Außerdem hatte sie plötzlich ein großes Verlangen nach mexikanischem Essen, vor allem nach Käse-Enchiladas, etwas, das sie vorher noch nie hatte. 6 Monate nach der Operation durfte Jamie die Familie des Spenders treffen. Sein Name war Scott Phillips, 29 Jahre. Er starb beim Kampf in einer Sportbar. Scott wurde am Kopf getroffen und erlitt dadurch eine schwere Verletzung am Gehirn. Ihre Gelüste nach mexikanischem Essen stimmen mit jenen von Scott überein. Jamie sagt, er habe jene Gefühle, welche er zu seinem Todeszeitpunkt hatte, in sein Herz eingeschlossen. Und durch Empfang von jenem wurden diese an sie weitergegeben. Fall 3. Ein Herz, zweimal Suizid. Johnny Greyhead tötete sich selbst durch einen Schuss in den Rachen. Er erhielt 13 Jahre vor seinem Suizid ein Spenderherz, und zwar jenes von Tommy Cuttle, welcher sich auf die gleiche Weise umgebracht hatte. Fall 4. Durch Herztransplantation zum Genie. William Sheridan malte gern. Es war seine Hauptbeschäftigung zu jener Zeit, in welcher er auf ein Spenderherz wartete. Allerdings war er nicht sehr talentiert. Nach der Herztransplantation änderte sich diese Tatsache jedoch schlagartig. Er konnte sich mit der Familie des Spenders treffen und erfuhr, dass er nun das Herz von dem 24-jährigen Keith Neville, einem sehr talentierten Künstler, in seiner Brust schlagen hat. Fall 5. Nach Herztransplantation zu Tränen gerührt von einem bis dato unbekannten Lied. Workaholic Bill Wohl war noch nie ein Mensch, welcher sich gern in der Natur aufhielt. Er liebte den Großstadtdschungel bis zum Jahr 2000. In jenem Jahr erlitt er einen Herzinfarkt. Er erhielt daraufhin ein Spenderherz. Bill konnte kurz nach der Transplantation keine Veränderungen an sich bemerken, bis zu jenem Tag, an dem ein Lied im Radio gespielt wurde. Es war von der Sängerin Sage. Dieses Lied rührte ihn zu Tränen und er wusste nicht warum. Von da an hatte er auf einmal das Verlangen, sich in der Natur aufzuhalten. Plötzlich fing er an, Fahrrad und Kajak zu fahren. Sein Umfeld war mehr als überrascht über diese Wandlung. Als Bill dann die Möglichkeit bekam, die Familie des Spenders zu treffen, fand er heraus, dass es sich beim Spender um Brady, einen naturliebenden Stuntman, handelte, dessen Lieblingssängerin
Zeit war. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören.